Gehen so Podcasts nicht mit Floskeln immer los? Zumindest sind sie immer. Ja, muss man ja dann ja nicht auch so machen, ne? Eigentlich würde ich am liebsten gar nicht großartig rumlabern, am Anfang und am Ende großartig Leute ansprechen, aber ich glaube, das ist dann doch für viele irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, was meint ihr? So am Anfang Hallo sagen und Tschüss und vorstellen und so. Mag ich gar nicht so gerne, aber... Ich bin da eigentlich auch nicht so der Fan von, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie sehr das einen so unbewusst so ein bisschen triggert natürlich. Ich glaube, das gehört schon dazu, einfach weil man ja nie weiß, wer wann in welche Folge reinhört. So. Und deswegen hilft es schon immer kurz dieselben Standards. Das ist auf jeden Fall einsteigerfreundlicher, ne? Genau. Das ist ein Argument. Genau, und deswegen fange ich auch so an und sage, ja, da sind wir wieder, ne? Hat ja ein bisschen gedauert jetzt. Mit Verspätung jetzt, oder? Genau, wir mussten uns lange vorbereiten auf diese Sendung, weil... Ich bin nicht so vorbereitet. Pete ist ausnahmsweise nicht so vorbereitet, aber Pete ist auch Experte im heutigen Thema, deswegen musste der sich nicht so vorbereiten. Ich bin ein bisschen... Experte muss man ein bisschen differenzieren. Ich bin Genussexperte. Was bist du? Genussexperte? Genussexperte. Hast du das gerade erfunden, dieses Wort? Ich habe es zumindest jetzt zum ersten Mal gesagt. Okay. Das Erfinden würde ich mir jetzt nicht aneignen, aber mehr Genuss, ich muss es bloß differenzieren. Also ich bin Hintergrundwissen, Thematik vielleicht nicht so bewandert, sondern ich habe es einfach lange schon gehört. Genau, also das Thema heute ist Star Trek. Natürlich im Wesentlichen die Musik und noch konkreter eigentlich nur die Titelmusiken aller Filme und Serien. Und wir werden aber sicherlich auch ein bisschen über die Musik hinaus über die Sachen reden, wie immer. Und ich finde, wir sollten am Anfang kurz erklären, was wir alle so für eine Beziehung zu Star Trek haben. Da haben wir drei unterschiedliche Perspektiven hier am Start. Und ich habe es schon angedeutet, Pete steckt am meisten drin in dem Schlamassel. Erzähl doch mal. Ja, also... pausenbedingt lange mich nicht damit beschäftigt, aber schon als, ja, keine Ahnung, als Jugendlicher, junger, früher, schon sehr lange sozusagen. Du warst ein Trekkie. Ich war ein Trekkie, ja. Ja, doch. Sag's doch einfach, wie es ist. Also jetzt kein Hardcore-Trekkie, aber... Nur einer mit Uniform. Es ging so weit, dass ich sogar eine Uniform mir mal gekauft habe, ja, das stimmt. Und Star Trek-Abzeichen, was noch immer an der Zimmertür klebt. Richtig, richtig. Und mir sogar fast wieder Neues geholt hätte, nachdem ich mich mal wieder damit beschäftigt habe. Und es ja viele tolle neue Spielzeuge gibt. Und du wolltest doch dieses Jahr auf eine Comic-Con gehen, in Verkleidung. Ja, ja, richtig. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich auch immer noch der Plan, aber der muss natürlich umgesetzt werden. Ja. Würde ich machen. Also, Pete ist im Thema drin. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Na, bei mir ist eigentlich so, also mich hat damals Star Trek nicht so sehr interessiert, aber eben, ja, Pete als mein größerer Bruder, da bin ich natürlich immer, habe ich immer mitgeguckt bei den Serien ein bisschen und natürlich dann bin ich so auch in Kontakt mit den Soundtracks gekommen und habe das jetzt nie so stringent verfolgt, aber gerade die Filme habe ich halt dann mir doch dann alle mal im Laufe der Zeit angeguckt. Bei den Serien immer nur so, ja, habe ich immer auszugsweise hier und dort mal reingeschaut, aber da würde ich mich jetzt, da habe ich jetzt wirklich kein tiefgehendes Wissen in der Hinsicht, aber habe doch einige Kontaktpunkte dazu. Und da ich ja eben, wie gesagt, mich für Filmmusik interessiere, ist das Thema mir nicht ganz fern. Ja, und ich bin so ein bisschen in der Mitte. Ich habe das schon alles geguckt. Also ich glaube, ich habe wirklich so ziemlich jede Star Trek-Folge wahrscheinlich gesehen. Naja, wobei... könnte hier und da doch ein paar schwarze Löcher geben, aber... Hast du Enterprise, hast du auch geguckt? Ja. Ah. Ich mochte Enterprise gerne. Alle Archer, im Gegensatz zu den meisten anderen fand ich das ja ganz gut. Ja. Also ich fand es jetzt nicht überragend gut, aber ich fand es schon, hat mir schon Spaß gemacht. Und ja, genau, also ich mag dieses Universum und so und... hab auch hier und da mich mal ein bisschen weiter reingenördet, jetzt auch zur Discovery-Serie noch mal ein bisschen bei Memory Alpha in der Star Trek-Historie rumgelesen und so, aber bin jetzt natürlich überhaupt nicht so richtig kanonfest und so. Also so ein bisschen tiefer gehendes Casual verfolgen. Mehr kann ich da jetzt so, aber was die neuen Sachen angeht, auch nicht vorweisen. So.
die neuen Sachen. Die neuen Sachen ist ja auch dann nochmal so ein Thema für sich, da kommen wir dann auch nochmal kurz zu. Discovery ist ja gerade die erste Staffel durchgelaufen. Dann gab es halt diesen Reboot von den Star Trek Filmen und so. Die fand ich, also dann habe ich, also mit den Filmen, mit diesen Abrams Reboot Filmen kann ich gar nichts anfangen. Also die haben mich einfach nicht so, weiß nicht, das ist irgendwie vielleicht ganz nett und so, aber für mich fühlt sich das null nach Star Trek an irgendwie. Ich fand den ersten sogar noch ganz gut. Also der hat mich zumindest unterhalten, aber da ich jetzt nicht so tief in der Materie drin stecke, habe ich da jetzt auch nicht so sehr dieses Gefühl gehabt, dass es jetzt nichts mit Star Trek zu tun hat, aber weil ich da auch jetzt nicht so eine Verbindung zu den alten Sachen habe wie ihr. Ich fand den ersten noch ganz gut, aber was danach kam, war halt nichts. Also hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Ja, aufgewachsen sind wir so zu TNG-Zeiten eigentlich mit Star Trek, halt so 80er, 90er. Also Enterprise, ich glaube, ich habe die Classic-Serie auch erst später gesehen tatsächlich. Ja doch, Philipp und ich haben die ja doch eine Zeit lang sehr jung gesehen, weil das war früher noch auch so 86, 87, die lief da früher noch wirklich 20 Uhr auf Sat 1, oder? Das dürften wir noch gucken vorm Einschlafen. Das war irgendwie noch. Ja, da hatten wir noch kein Kabel. Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, dass auf jeden Fall auch dann später, also dann die Serie auch im Nachmittagsprogramm immer noch irgendwo lief. Also man hat dann auch immer, davon habe ich schon einige Folgen gesehen. Also ja, wir haben damals ja auch nicht gerade wenig Fernsehen geguckt. Ja, nonstop eigentlich, ne? Da hat man alles aufgesogen wie ein Schwamm, was so lief. Ich habe tatsächlich, glaube ich, Raumschiff Orion, den deutschen, die deutsche Kopie vor der Classic-Serie gesehen und habe neulich auch nochmal so ein bisschen reingeguckt in Raumschiff Orion. Und also erstmal ist wirklich bemerkenswert daran, dass sie wirklich Bügeleisen auf den Tisch geschraubt haben als spacige Instrumente. Das ist ja immer so ein Joke, aber das ist wirklich so. Also das sieht wirklich sehr witzig aus. Und dann ist die auch sehr viel militärischer. Das kann sein. Also ich kann mich bei Orion nur einmal an die Bügeleisen und dann eben an die Riesenguppies, also die so raufprojiziert wurden auf dem Hintergrund, wo so kleine Zierfische irgendwie als Riesenfische so dargestellt wurden. Ja. Und das berühmte Atemloch im Helm. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Die haben doch immer so, wenn sie auf dem Planeten waren und Raumanzüge getragen haben, dann hat man ja trotzdem immer gesehen, dass die Glasglocke oben ein Loch gehabt hat, damit die Schauspieler auch atmen können. Also das ist so. Aber ich habe es auch nie geguckt. Das Komische ist ja, dass ich so Star Trek schon ganz, ganz, ganz tight fand. Aber ich fand so Kultstardust. Oh, warte, ich muss ganz kurz mal unterbrechen, weil jetzt ruft die Schwiegermama an. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass ich so Star Trek ja genau schon ganz, ganz gut fand und so weiter, aber dass ich so wegen Orion und anderen Sachen so und auch wegen der alten Classic-Serie, dass ich so Kultstatus, so wir gucken jetzt, weil es Kult ist und finden das voll geil, damit konnte ich irgendwie trotzdem nie was anfangen. War das für euch da schon so präsent? Also ich habe das glaube ich noch gar nicht so wahrgenommen, dass es so einen Kultstatus hatte. Ich habe nur irgendwann TNG im Fernsehen gesehen und fand es halt irgendwie geil und habe irgendwie vielleicht schon gewusst, dass es eine Fortsetzung von diesem alten war, was es irgendwie mal gab, aber dass das irgendwie so ein Kultding war, hatte ich glaube ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Doch, das kam, also bei mir war das so, ich habe ja die TNG, habe ich dann, also es doch ein bisschen habe ich es mitbekommen, weil es war im Sommer, Philipp, als wir bei waren ja im Sommer denn hier bei Guido auf dieser Ritterburg oder Raubritter, da wo wir immer im Sommer waren, da auf dem Land. Und da gab es dann, kann ich mich erinnern, da saßen wir dann in der Küche, in dieser großen alten Küche. Ja. Und da war ein kleiner Fernseher und dann meinte sogar Guido, glaube ich, oder jemand anders kam und meinte, ey, heute läuft die erste Folge Star Trek The Next Generation auf ZDF, großes Ding so. Und ich kannte halt die alte mit Kirk und so weiter. Und irgendwie habe ich das schon so, dass da schon mehr dahinter steckt. Also, dass das so schon so ein bisschen gefeiert wurde. Das habe ich damals noch gar nicht mitbekommen. Ja, ein bisschen abgefeiert. So. Naja, Kultstart. Also in der Zeit, das war ja auch dann die Zeit. Also Carlos, ich meine, man konnte das schon irgendwie vergleichen, weil wir haben zu der Zeit ja auch Michael Jackson gehört. Was ja auch. War das nicht ein bisschen früher noch, das TNG? Warte, wann lief TNG?
Also 87, im deutschen Fernsehen, ja, aber im deutschen Fernsehen lief es, glaube ich, so 88 oder 89. Es lief also deutlich später im deutschen Fernsehen, ne? Ja, ja, es lief schon, wirklich so 3 Jahre später oder sowas als im. Als weiß ich nicht genau, war. Aber so auf ZDF. Also ich habe es im ZDF noch gesehen. Mhm. Stimmt, ich auch noch, ja. Ja, und da war das schon der Hit, also da war das schon so ziemlich aufgebrezelt. Ah. Ja, okay. Genau, also wir gehen jetzt die Titelmusiken aller Filme und Serien durch. Wir fangen mit den. Mit den Serien an. Ich finde, Star Trek ist halt hauptsächlich eigentlich eine Fernsehserie. Also ich finde, man merkt den Film irgendwie schon immer an, dass es nicht so das traditionelle Star Trek-Medium ist irgendwie. Ja. Alles begann mit der Classic-Serie, die auch TOS genannt wird, The Original Series, weil die Serien dann halt alle so einen Zusatz haben. Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, und aus der Classic-Serie wurde dann halt irgendwann The Original Series und daher kommt dieses TOS. Und jetzt muss ich doch glatt nochmal kurz gucken, wann das eigentlich genau war. 66. 66, holla holla. Das Theme der ersten Serie wurde von Alexander Courage oder Courage komponiert, der auch Sachen gemacht hat wie das Waltons Theme oder den Superman 4 Soundtrack. Und der war irgendwie dann später, ab Mitte der 80er, noch so ein bisschen als Arrangeur oder auch viel als Arrangeur für Filmmusik tätig und hat auch zum Beispiel für Jerry Goldsmith und John Williams später Jurassic Park und First Contact arrangiert und orchestriert. Und hat, glaube ich, früher auch bei Serien, also ich glaube auch so diese Ankel-Serie und so. Ja. Also hat so ziemlich viele Serien in der Zeit auch gemacht. Und er ist gestorben 2008, 15. Mai 2008. Aha. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, das so krass ist, als ich mich damit so die ganzen, mit den Komponisten noch beschäftigt habe, wie viele schon tot sind. So krass, auf einmal, man merkt so, dass auf einmal viele Komponisten schon tot sind. Ja. Kam jetzt auch selten davor. Mhm. Ja, und aus diesem allerersten Theme der Classic-Serie stammt auch schon die berühmte Fanfare, die dann später in fast, nicht ganz wirklich in jedem Theme, aber die auf jeden Fall sehr, sehr viel auch in den Kino-Themes und so wiederverwendet wurde. Auch bei Discovery ist es jetzt wieder drin. Ja, das Theme ist ja echt ein Klassiker. Also auch wenn man jetzt sich nicht kein Star Trek-Fan ist und das nie großartig geguckt hat, ich glaube, die Melodie kennt eigentlich jeder. Von der Ursprungsserie. Ja. Behaupte ich jetzt mal, oder? Ja. Ja. Genau, ja, das bestimmt. Also ich fand die nie so toll. Also neulich in der letzten Discovery-Folge von der ersten Staffel, da wird ja eine neu eingespielte Version am Ende nochmal gespielt und das klingt schon ziemlich cool. Also es ist schon ein funky Track so, aber irgendwie, weiß nicht, zu Science Fiction hat das für mich irgendwie nie so richtig gepasst. Ja gut, aber war halt auch 60er, schon klar. Ja, 60er, und ich finde, sowas kann man ruhig schon, ist schon ganz okay so. Und das ist ja eigentlich auch ganz cool, dass dadurch vielleicht ein Sound oder eine Tonabfolge, Melodieabfolge benutzt wird, die man nicht benutzen würde und sich trotzdem weiterträgt über die Jahre. Also so. Welche meinst du jetzt? Also meinst du jetzt? Naja, diese Standardmelodie, dass die halt trotzdem dadurch weitergetragen wird, obwohl man vielleicht sagen würde, das ist nicht mehr zeitgemäß oder passt nicht mehr. Und ist ja auch eine Art Branding. Meinst du jetzt die Melodie von dem Classic-Theme oder diese Fanfare? Ich finde, da muss man so ein bisschen trennen, weil das. Ja, schnell muss man trennen. Schon. Ich habe jetzt von der Fanfare geredet. Genau, ja, nee, die finde ich auch total zeitlos eigentlich. Und ja, wie gesagt, die wird ja heute noch bei Discovery und so verwendet und funktioniert immer noch super. Es ist wahrscheinlich, wir haben jetzt die Titeltracks meistens rausgesucht, aber es ist zum Teil fast cleverer, die Credits, die End-Credits-Tracks zu hören,
weil da nochmal immer ein bisschen mehr rumgespielt wird. Also da tauchen dann immer noch mehr Spielereien auf mit älteren Musiken da. Also ist mir jetzt nochmal aufgefallen, dass das zum Teil zum Hören interessanter sein kann. Ja, also ich finde, von allen Titelmusiken, die wir jetzt besprechen, fällt die von der Classic-Serie so ein bisschen raus und später die von Enterprise. Boah, ja, was war denn das? It's been a long road. Kommen wir noch zu. Aber die Classic-Serie, finde ich, fällt auch ein bisschen raus, weil sie halt einfach so funky und mit Drums und so und mit Frauenstimme, Gesang und so, ne? Ja, hat schon was sehr Eigenes. Aber so viel dazu, oder? Ja. 20 Jahre hat es gedauert, bis dann die zweite Star Trek-Serie kam. 20 Jahre und dazwischen kamen ja noch 5 Filme. Genau, dazwischen kamen natürlich die Filme. Genau, wir sprechen jetzt erstmal nur über die Serien. Ja, The Next Generation. Und da ist ja die Geschichte des Themes so ein bisschen interessant, weil da haben wir wieder die Fanfare von Alexander Courage drin. Das Theme, die Melodie von The Next Generation ist die von Jerry Goldsmith aus dem ersten Film. Aber arrangiert wurde das Ganze von Dennis McCarthy und der hatte, bevor dann dieses Jerry Goldsmith-Theme vom ersten Film genommen wurde, auch schon eine andere Titelmusik für TNG geschrieben und komponiert und das kann man auch auf YouTube finden. Mhm. Ich finde, das war eine ganz gute Entscheidung, dass sie das nicht genommen haben. Das klingt ja so ein bisschen noch sehr 80er. Ja, total. Dennis McCarthy ist voll... War zu der Zeit wahrscheinlich auch schon nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, und der lebt. Also Synthie-Soundtrack-Musik ist Dennis McCarthy auch. Also der ist da so voll so sein Metier gewesen einfach. Was ja auch für eine gewisse Zeit gut war, weil wahrscheinlich auch... Für Serien Musik produzieren halt zu der Zeit ja auch budgetmäßig, da lag wahrscheinlich einfach kein Orchester. Na, wobei dieses alternative TNG-Theme, was er da geschrieben und produziert hat, das war doch gar nicht so Synthie-mäßig, das war doch richtig Orchester. Aber halt so ein komischer 80er-Jahre-Serien-Style. Das ja, hat mich so ein bisschen also, an Kampfstern Galactica erinnert, an die alte Serie. Genau. Also, ja. Ja, und das TNG-Theme, beziehungsweise die Melodie vom ersten Film von Jerry Goldsmith, die finde ich doch recht zeitlos. Also die kann man zumindest heute noch gut hören und klingt jetzt nicht völlig oll, oder? Nö, also finde ich auch, also das ist recht zeitlos und doch so eine schöne Melodie, die sich hier einprägt. Hat so ein bisschen was Superman-artiges, fand ich irgendwie. Stimmt. Was aber jetzt nicht abwertend gemeint ist, also spricht er dafür, wie einprägend das auch ist. Also ja, sehr optimistisch heroisch und so, ne? Genau. Aber damit hast du ja schon das Stichwort gegeben. Also Dennis McCarthy hat ja dann eine lange Ära eigentlich so die Serienmusik dann bestimmt. Ja. Für die nächsten Produktionen. War ja nicht mehr wegzudenken. Genau. Das war dann Deep Space Nine. Meinst du? Deep Space Nine, Voyager. Nee, Voyager hat doch, also da hat zumindest die Titelmelodie Jerry Goldsmith gemacht. Ich weiß nicht, ob Dennis McCarthy hat vielleicht ansonsten den Score. Ja, also Dennis McCarthy war dann eigentlich so eine Zeit lang, also er war glaube ich bis keine Ahnung, ich kenne ja da nicht direkt die Hintergründe, also Voyager war auch, Jay Cathaway war noch mit drin, aber er hat eigentlich alles so Regie geführt. Also bei TNG war ja auch unter den verschiedenen Staffeln waren ja auch immer noch andere, also war ja noch ein Ron Jones, Jay Cathaway und Don Davis waren noch verschiedene, die immer für jeweilige Staffel denn das übernommen haben. Aber Dennis McCarthy war sozusagen der Chief, denn der das so die Richtung eigentlich vorgegeben hat. Ja. Und ich glaube, bis zum Film Teil 7, Generations,
Da hat er dann ja auch mal die Filmmusik für diesen Film komponiert. Da ist er dann wahrscheinlich, das war so der Höhepunkt. Und danach ging es dann eigentlich irgendwie eher bergab. Ja, über den habe ich auch nicht so viel Gutes zu sagen, aber da kommen wir gleich noch zu. Fangen wir erst mit den Guten an. Also ich finde die Titelmelodie von Deep Space Nine ziemlich schön. Einfach auch, weil es thematisch so, also es erzeugt so schön dieses Gefühl von Schwerelosigkeit, also vom Weltall. Also es ist thematisch, finde ich, passt es. Eigentlich war auch die Titelmelodie von Deep Space Nine, war, würde ich sozusagen, sein Höhepunkt und war auch einer der erfolgreichsten. Und hat damit irgendwie auch ein Stück geschaffen, was auch sehr viel kopiert wurde, hat eine eigene Art Stil damit irgendwie festgelegt. Nach jahrelang, also ich kenne sehr aus der Zeit oder auch von später, habe ich sehr viel gesehen und andere, die das dann irgendwie in dieser Richtung auch kopiert haben, also so eine Stilrichtung. Mhm. Und ich weiß gar nicht, von wann war denn das, 97 oder, ich muss jetzt selber nochmal nachgucken, aber dann hat er dann kurz danach oder dann ein paar Jahre danach hat er auch diesen Generations-Film, den Soundtrack gemacht. Aber Deep Space Nine ist sehr, sehr stilprägend, also das ist so Dennis McCarthy halt so. Gerade dieser Titeltrack so. Wie und wieso gibt es jetzt ansonsten nicht so viel Gutes über ihn zu berichten? Na, ich fand sein Generations-Theme nicht so dolle, aber da kommen wir gleich zu. Ja, ja stimmt, ja. Ja, gut. Genau. Ansonsten DS9, ja, habe ich ansonsten auch nicht mehr zu sagen. Ich finde, also alle Star Trek-Serien haben ja irgendwie einen sehr ähnlichen Opener gehabt, also die meisten zumindest. Also, dass man eben Weltraum sieht und ein Raumschiff, das Hauptraumschiff, das halt rumfliegt und an Planeten vorbeifliegt und an Sonnen vorbeifliegt. Also das haben wir so mehr oder weniger in TOS, in Next Generation, in Voyager und ja gut, das war es auch schon, aber das ist so ein bisschen, bei DS9 haben sie das eigentlich dann ähnlich gemacht, nur halt mit einer Raumstation. Ja, genau. Wollen wir eigentlich auch noch kurz, wir sind jetzt glaube ich gerade sehr schnell, wollen wir noch kurz darüber reden, wie ihr, also Philipp hat es eventuell nicht gesehen, aber DS9, also Pete und ich sind mit TNG da eingestiegen, mehr oder weniger, oder? Würdest du schon sagen, ne? Auch wenn du Classic vorher gesehen hast, war TNG schon so die prägende Star Trek-Serie. Auf jeden Fall prägende Serie. Genau, und wie fandst du dann DS9? Ich glaube, DS9 haben wir ziemlich gefeiert. Also später hat sich das dann wieder relativiert, aber DS9 war dann halt so, hat dann halt einfach so ein bisschen anderen Film geschoben. Also es war einfach ein bisschen straighter und hat jetzt nicht so viel mit Forschung und wir entdecken irgendwas Neues und müssen uns mit dem Universum, sondern es ging von Anfang an um Konflikte, direkt nachvollziehbare Konflikte, die dann immer wieder ausgebrochen sind. Ja. Es kam dann halt noch so ein bisschen dieser religiöse Kram dazu. Oh ja, das war dann sogar auch recht stark, ne? Ja, das hat... Ja, wie man auch immer das sieht. Ich will ja niemand da, aber das fand ich jetzt nicht so interessant. Ja. Weil ich das jetzt auch nicht so gut ausgearbeitet fand. Das finde ich leider bei Science-Fiction öfter. Also ich habe selten Science-Fiction gesehen, wo bei Dune war es noch ganz interessant. Also meistens aber wird Religion nie so abgegangen. So. Und da fand ich es halt auch total flach und wie auch immer. Aber sonst Deep Space Nine haben wir halt dann schon gefeiert, weil es halt irgendwie einen anderen Ansatzpunkt gehabt hat und vielleicht auch dem Alter geschuldet, die Jugend oder so, dass man dann so ein bisschen sowas Härteres, also für Star Trek verhältnismäßig Härteres, Ausgangslage, düsterer und auch der Captain, den fand man auch ziemlich cool, weil es einfach eine ganz andere Person war. Der ist ja übrigens auch ein ganz schräger Vogel, ne? Also ich kannte ihn, der hat ja vorher noch so eine Krimiserie gehabt oder so, oder Spencer oder sowas. Ja, genau. Der Typ mit der Sonnenbrille. Spencer for Hire, war es das? Genau. Und schräg, ich kenne ihn persönlich, habe ich ihn gar nicht großartig gegoogelt, so, aber ich fand ihn schon ziemlich, fand ihn recht gut. Ja, und bei Deep Space Nine, was das Tolle an Deep Space Nine, glaube ich, war, weil es irgendwie so eine Zeit lang, das wurde immer Staffel für Staffel, war es verschieden, aber manchmal gab es eine Staffel, wo damit sehr gespielt wurde, einfach dieser Knotenpunkt, dass halt auch so, dass man so ein bisschen so auch verschiedene andere Welten oder auch innerhalb der Starfleet
dass er einfach dieses Universum dadurch ein bisschen mehr kennengelernt hat, obwohl es nur ein Standort war, war das ja, halt gut, trotzdem das, so ein Knotenpunkt für verschiedene. Ja, weil sie halt zufällig neben einem Wurmloch platziert waren. Ja, genau, aber das dann auch so, so Crossover-mäßig, dass dann auch mal die Enterprise da gehalten hat und dass später die Feind ja in allen möglichen Schlachten der Starfield-Problematik mit dabei war und dann das Klingonische Reich und so, das alles so ein bisschen verknüpft wurde. Dass auch viele so viele TNG-Charaktere dabei waren. Genau. Ja. Guinan und genau, und dann, O'Brien und so. Und dann kam auch Worf noch dazu und noch was anderes. Also dass so Verknüpfungen einfach mehr gemacht wurden. Ja. Und das war bei Deep Space Nine eigentlich ziemlich auch charakteristisch, weil das bei Voyager kam das natürlich nicht vor. Bei TNG haben sie sich natürlich mehr auf die Enterprise irgendwie geschmissen und bei Deep Space Nine ist halt viel zusammengekommen. So, da konnte man so ein bisschen spielen damit und das fand ich halt auch ziemlich gut. Genau, dann wurde auch parallel zu DS9 schon Voyager produziert, ne? Ja. Ende der 90er so. Ja, mehrere Sachen. Ich glaube auch der Film, Generations. Genau, und genau. So kam dann ziemlich eine Zeit, war eine ziemliche Hochzeit. Ja. Wie war denn dann deine Reaktion oder eure Reaktion auf Voyager? Also Voyager bin ich nie warm geworden, muss ich sagen. Am Anfang noch so ganz interessant so, aber ich fand halt so diese Idee dahinter, dass sie ganz woanders sind, haben sie halt weitaus weniger ausgekostet als bei TNG. Also was so, was man da so sieht und was da so abgeht. Also ich fand's. Voyager habe ich nie wirklich geguckt. Voyager habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also was war denn da das neue Konzept? Na, das Raumschiff war halt weit weg von zu Hause. Einfach in einem Delta-Quadrant war es, ne? Weit, weit weg und zurückkommen irgendwie schwierig oder gar nicht und so. Ja, und genau. Fremde Welten und so. Und halt endlich mal eine Frau als Captain, wieder ein Vulkanier drinne und jetzt auch mal eine Borg in der Crew. Und das war ja, glaube ich, am Anfang so, dass halt einfach, dass es ja auch so eine Fraktion gab, die gegen die Starfield rebelliert hat, so eine Art Terroristen, die da auch mit eingeführt wurden. So politische Sachen, die sich so bei Deep Space Nine, das war schon das Geile, bei Deep Space Nine gab es auch so ziemlich viele so politische Konflikte mit verschiedenen Fraktionen, auch diese Sektion, die auch bei Discovery später noch eine Rolle spielt, Sektion 39 oder Sektion, das floss dann bei Voyager noch ein bisschen alles am Anfang mit ein, ist dann aber eigentlich irgendwie ziemlich untergegangen alles. Ja, bei Voyager haben sie sich eigentlich sehr stark wieder auf das TNG-Konzept zurück orientiert und haben eigentlich das Gleiche nochmal mit einer anderen Crew gemacht und eben mit der Prämisse, dass sie weit weg von zu Hause sind. Also ich fand die eigentlich nicht schlecht, die Serie. Ich habe die gerne geguckt. Es gibt sicherlich auch eine Menge schlechte Folgen in der Serie, aber dafür auch ganz interessantes Zeug halt, wie mit der Borgfrau und so, oder der Doktor war auch großartig. Und, ja, der Doktor ist natürlich ein Hit, also der ist natürlich sofort in die Star Trek-Geschichte mit eingeflossen von Techniken und so. Also der war natürlich, da gab es schon ein paar ganz interessante Figuren, aber wie gesagt, dafür, dass sie dann so weit weg waren, haben sie im Endeffekt es nicht geschafft, Drehbuch- und Storytelling-mäßig. Also es, was innerhalb der Crew passiert ist, war, fand ich auch immer ganz gut, aber was dann wirklich so an, was sie denn da in dem Quadranten da alles erlebt haben, war dann einfach so, okay, da hätte man einfach mehr abging. Also da hätte man sich einfach wirklich ein bisschen besser, anstatt einfach einen Klon vom TNG-Universum. Also es kam noch nicht mal ein Q, also so bei TNG gab es ein Q, was total freaky ist so, aber sowas ähnlich, also sowas. Na, es gab man, diese Zeitreisenden, die hatten doch schon durchaus sowas Q-mäßiges durch ihre. Ja, die gab es aber bei TNG ja auch schon so in der Richtung. Also es war so. Und es gab doch diese neue Alien-Rasse, die auch so total krass war einfach, die so raubtiermäßig einfach computeranimiert durchs Weltall geflogen sind und alles platt gemacht haben. Das war doch irgendwo auch ein Voyager, oder? Die einfach nur so eine Zahl hatten als Rassenname. Ja, stimmt. Das war auch was man vorher so bei Star Trek noch nicht gesehen hat, glaube ich. So eine monstermäßige Alien-Rasse. Aber sowas kam halt zu selten vor. Also ich weiß auch nicht, irgendwie. Ja, das stimmt. Das war schon viel vom Gleichen nochmal. Auch teilweise ganze Folgen, Stories nochmal neu
einfach nochmal neu gemacht, was man vorher bei TNG schon mal gesehen hat. Ja. Das stimmt schon. Ja, und wie fandet ihr das Theme von Voyager? Das ist ja sehr ruhig. Ich finde, da kommt so die Weite und die Entfernung und die Abgeschlagenheit ganz gut zum Vorschein. Es hat so ein bisschen was Melancholisches, aber auch so vorsichtig hoffnungsvoll. Nee, hat auch, weil es hat ja auch wieder Jerry Goldsmith komponiert. Genau. Fand ich auch schön, dass er was Eigenständiges wieder gemacht hat und es nicht zu sehr sich an seinen alten Sachen orientiert hat, die er für Star Trek bereits gemacht hat, ja. Ah, komm mal ein bisschen ans Mic ran, Philipp. Ja, du bist ein bisschen so weit weg. Ich bin gerade ein bisschen weggerutscht. Ja, ist ein bisschen belanglos, ne? Das Voyager-Theme, da gibt es nichts. Ja, mehr. Genau. Ja, so kann man es eigentlich auch sagen. Lass uns einfach weitergehen. Man kann aber nichts dagegen einwenden, aber ja, ist halt so ein... Ja, passt perfekt in die Reihe und fällt nicht weiter auf. Ja. Ist halt so, also auch bei Deep Space Nine, bei Voyager, also es ist so, Deep Space Nine ist schon ganz cool, aber es hat halt immer so diesen, dafür, dass es so offen ist, hat es halt trotzdem so diesen heroischen amerikanischen Sound, wir sind stolz auf unsere Nation. Das muss man schon sagen, dass das so voll drinne ist. So. Ja, ja, aber das zieht sich ja eigentlich durch ganz Star Trek, ne? Ja. Hat immer so was sehr Patriotisches auf so eine... Also ja, außer Enterprise. Außer Enterprise. Genau, kommen wir dann zur nächsten Serie. Ja. Nach Voyager 2001 gab es dann eine Serie namens Enterprise, die vor der Classic-Serie spielt und auf einem Schiff, das auch schon Enterprise hieß, aber eben vor Kirk und Spock und so spielte. Die sogenannte NX-Klasse. Und das Konzept fand ich eigentlich geil, also dass man halt wirklich relativ weit zurückgeht und auch so eine primitivere Technik zeigt und so, fand ich schon sehr schön. Und dann hat wie heißt der der Captain Schauspieler? Also ich kenne bloß seinen Jonathan Archer, hieß er Jonathan. In der Serie, aber seinen richtigen Namen kenne ich jetzt nicht, aber klar, das kannst du noch sagen. Der Captain hieß, Scott Bakula und den mochte ich schon sehr, auch wenn er in der Serie immer vielleicht nicht der sympathischste ist unbedingt. Aber der hatte halt vorher in dieser Zeitreisenserie die Hauptrolle gespielt. Wie hieß die noch gleich? Zurück in die Vergangenheit. Zurück in die Vergangenheit, genau. Was ja auch ein geiler Turn ist. Mhm. So. Also so. Und bei Dings, das habe ich nie gesehen so richtig, aber bei Stargate war er ja auch noch ja, stimmt. Hauptrolle oder so. Oder auf jeden Fall wichtiger Charakter. Ja, auf jeden Fall, den fand ich eigentlich sehr schön in der Star Trek-Serie. Ansonsten mochte ich die Serie eigentlich auch wenn sie sicherlich jetzt nicht unbedingt herausragend war. Auch gerade die ersten beiden Staffeln sind tendenziell eher gurkig, aber hinten raus wird es eigentlich dann noch richtig interessant. Ich fand eigentlich die ersten paar Staffeln fand ich eigentlich gut. Mich hat die letzten zwei Staffeln, wo es nur um dieses komische... Wir müssen die Erde verteidigen und wir müssen da in dieses komische Universum fliegen, um die Vernichter der Erde aufzuhalten. Das hat mich so abgenervt, weil es die ganze Zeit nur darum ging. Also es war so, boah, das hat mich so abgegähnt, weil klar war es klar, dass man die Erde, dass sie sie retten. Und irgendwie fand ich halt gerade so die ersten drei Staffeln, die fand ich eigentlich so, die würde ich mir nochmal angucken. Also ich habe insbesondere die erste als ziemlich durchschnittlich bis schlecht in Erinnerung. Und zum Ende hin kam doch dann so diese ganze Zeitreisen-Thematik auch mit rein, ne? Und das sowas. Nee, die kam der zum Ende. Nee, zum Ende hin ging es halt darum, einfach vor diesen, wie hießen die, Srill oder Krill oder ja, irgendwie so. Diese eine Rasse da, die sich, oder Rasse, es ist ja auch eine Gemeinschaft von verschiedenen Rassen, die halt gesagt haben, dass sie halt, die Erde vernichten wir und da gab es dann halt diese Zeitreisenden oder diese einen, die ja auch in einem Kinofilm vorkommen, weiß gar nicht in welchen, die halt denen so eine Art Gurkengeschichte erzählt haben, dass die Menschen sie vernichten werden und deshalb haben sie beschlossen, dass sie die Menschen zuerst vernichten wollen. Aha. Also auf falsche Informationen, aber dann ging es halt nur darum die ganze Zeit. Und das war so
kurz davor kam dann halt noch diese wieder, glaube ich, die Sektion sozusagen vor. Mhm. Die Sektion kam da auch wieder, Sektion 31 oder 39. Mhm. Das waren noch spannende Folgen, weil es da auch um so die Zukunft und Zeitreisen und wer da alles eine Rolle spielt. Das war noch ganz interessant, aber ansonsten hab die gern geguckt. Einfach weil sie halt auch gerade in den ersten Folgen sehr sich ein bisschen auch lustig darüber gemacht haben. So, ne? Wir haben halt keinen Traktorstrahl, wir müssen halt jetzt ein Seil nehmen oder so. Oder das fand ich schon so. Und die erste Folge, die Pilotfolge, die war schon sehr cool. Also die hat schon ziemlich... Mit dem Klingonen da, der da abstürzt auf der Erde, was so ein bisschen so ein, ja, Außerirdischer, dieses Thema, ein Außerirdischer auf der Erde und dann ist es aber ein Klingone. So, das war schon ganz interessant, ja. Ich fand, da waren gute Ansätze drin, so, und auch von der Crew her, und ich fand die schon ziemlich gut. Also, hast du die gesehen, Philipp? Nee, überhaupt nicht. Aber was zur Hölle haben sie sich bei diesem Titeltrack gedacht? Mhm. Das habe ich mir, beim Durchskippen dieser Lieder, als ich die durchgehört habe, da dachte ich erstmal, da ist irgendwie ein falscher Track reingekommen. Muss ich erstmal gucken, das ist ja, also hat das irgendeine Bewandtnis? Gut, okay. Ist das so ein GZSZ-Zaub? Nee, ich kann das erklären. Ja? Ja, okay, ja. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich habe in irgendeiner Folge, habe ich das schon mal erwähnt, als wir über, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich es schon mal erwähnt, als eins der schlimmsten Themes überhaupt. Und das ist natürlich auch ganz objektiv, ist es der Fall natürlich. Trotzdem verstehe ich die Idee dahinter. Und die Idee finde ich eigentlich auch ganz cool. Also was haben sie gemacht? Sie haben halt in diesem Vorspann zum ersten Mal nicht einfach nur ein Raumschiff oder eine Raumstation gezeigt und Weltraum, sondern sie haben eben, weil die Serie eben auch vor allen anderen Star Trek Serien spielt, haben sie in dem Vorspann die Geschichte der Menschheit, beziehungsweise konkreter eigentlich die Geschichte der Raumfahrt gezeigt, angefangen bei der Seefahrt und wie es dann halt so vorwärts ging, eben so historisches Bildmaterial, ja, erster Flug zum Mond und Tralala und Apollo und so. Und dann irgendwann halt am Ende des Vorspanns dann eben die Enterprise im Weltraum. Und zwischendrin hat man dann auch noch den Saffron Cochrane, die Saffron Cochrane erste Warp-Rakete gesehen und so. Also die Idee an sich finde ich eigentlich gut. Und es hatte halt, sie haben sich dann halt nur leider dafür entschieden, das Ganze mit einem sehr poppigen, kitschigen, amerikanischen Song zu untermalen. Der Song heißt Where My Heart Will Take Me. Und genauso klingt er auch. Geschrieben von Diane Warren und von Russell Watson gesungen. Wurde allerdings ursprünglich eigentlich für den 98 veröffentlichten Film Patch Adams mit Robin Williams geschrieben und da schon mal aufgenommen mit einem anderen Sänger, nämlich mit Rod Stewart. Und dieses Ding wurde dann halt nochmal rausgeholt und mit einem anderen Sänger neu aufgenommen und dann eben zur Enterprise-Titelmusik. Und es fängt an mit, also die erste Zeile. It's been a long road, getting from there to here. Und das ist halt auch wirklich genau gleich das Thema gesetzt. Das ist alles, was dieser Opener erzählen will. Und das ist eigentlich eine super Idee und auch eigentlich ein guter Text dafür. Aber dieser Track ist einfach so geschmacklos. Also man muss ihn zugutehalten, es war mutig. Das ist erstmal was Gutes, ja. Erstmal was anders zu machen und vielleicht mal nicht jetzt hier wieder das Gleiche zu machen wie in den letzten 1000 Jahren, finde ich erstmal cool. Ja. Aber wie man dann darauf kommt, da so ein Kitsch-Teil da reinzuhauen, also da hat doch wirklich jemand zu viel gekokst. Ja, das trifft also ganz gut. Also man muss dem zugute, also ich bin da, was du jetzt gesagt hast, völlig der Meinung so ist. Ich fand es auch sehr mutig und ich fand es auch, das zeichnet eigentlich auch diese Serie aus, dass sie halt viel probiert, anders zu machen oder neu oder andere Ansätze zu wählen. Muss dazu sagen, dass ja auch sonst der Komponist ja auch von der Serie eigentlich eine ziemliche Nummer war, Brian Tyler.
krasser Typ. Also so für, der hat halt die Scores gemacht. Der hat dann auch die ganze Musik für Enterprise gemacht oder was? Genau. Okay. Und das ist schon krass, also der macht ja jetzt so, der hat ja so sonst so Film-Soundtracks, Jericho-Projekt, Unfassbaren, Fast and the Furious, mhm. Die Mumie, Expendables, Sleepy Hollow, die Serie. Also der ist schon eine andere, also ist schon nochmal eine andere Klasse von Komponist für Star Trek-Serien gewesen. Also ziemlich hoch. Also die haben da in der Serie allgemein da sehr viel versucht und probiert. Und da muss man dazu sagen, dass vielleicht die Zeit, wo das rauskam, wann war das? 2001? Mhm. Ja, ist schon ein bisschen her. Ist halt, sagen wir mal so, die sind halt stehen geblieben. Die sind halt mehr so auf dem Ding so, ja. Titanic, My Heart Will Go On. Darauf sind die voll hängen geblieben. Ja, ja. Also darauf sind die hängen geblieben einfach. Das war noch so dieser, halt 90er, dieser 90er Jahre Pop-Vibe einfach. Genau. Was vielleicht auch wirklich aus einer amerikanischen Perspektive super funktioniert, weil die auf sowas stehen anscheinend, aber auf dem Rest der Welt wird es anders wahrgenommen, glaube ich. Aber total. Absolute Gurke. Und auch bei Enterprise war es wohl so, dass der Dennis McCarthy ursprünglich ein Theme geschrieben hat, genau wie bei TNG schon. Okay. Also das war dann schon sein zweites Theme, was auch wohl fertig produziert wurde, aber dann eben durch diesen Popsong ersetzt wurde. Aber ich glaube, da liefen auch viele Querelen, weil ich glaube, die wollten mit der Serie sich wirklich, die dabei waren, auch abkoppeln von dieser ganzen Chef-Ära Voyager Deep Space Nine TNG. Ja, ja. Und es war so ein bisschen wie mit Discovery jetzt, ne? Dass sie da eben auch schon mal so eine Art Reboot versucht haben. Genau. Auch dadurch, dass es ein Prequel war und so. Ja, genau, so ungefähr. Ja, gehen wir weiter mal zu Discovery jetzt, oder? Genau. Also habe ich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, bin ich ein bisschen... Genau, Discovery, jetzt ganz aktuelle Serie. Und das ist, würde ich, ja, kann man glaube ich zweifelsfrei sagen, die Serie, die sich am meisten von allem entfernt, was bisher an Serien zumindest da war. Hast du was gesehen, Philipp? Nee, noch immer nicht. Ich konnte mich noch nicht dazu durchringen. Oh Mann, Alter. Noch nicht mal die Pilotfolge. Einfach nur, um ein Gefühl dafür zu haben. Ich habe so viel Schlechtes davon gehört. Na, da würde ich aber nicht so zustimmen. Also ich... Ja, ich weiß. Ich habe ja eure Diskussion in den letzten Podcasts live miterlebt. Wir müssen die Diskussion auch kurz führen. Also ich finde die jetzt nicht übermäßig gelungen. Gerade als Star Trek-Serie hätte ich da auch etwas anderes erwartet und etwas höhere Ansprüche gehabt, aber ich finde als Science-Fiction-Serie finde ich die sehr gut. Also gut, sie hat jetzt auch keine überragend neuen Ideen. Also da war Galactica zum Beispiel irgendwie viel fresher so, aber trotzdem ist Discovery, finde ich, eine total zeitgemäße und gut gemachte Serie, die einfach auch mega Bock macht zu gucken. Und jetzt Pete. Nein, also ich habe ja gesagt, also ich fand so die letzten beiden Folgen, da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, okay, könnte auch eine Star Trek Serie sein. Also ich fand die letzten beiden Sachen, jedenfalls kamen irgendwie in den letzten paar Folgen, kamen dann so ein paar Sachen vor, die ich dann Star Trek auch sozusagen zuordnen würde. Viele Sachen auch davor. Also ich finde, klar kann man sagen, es ist eine gut gemachte Science-Fiction-Serie. Finde ich auch, kann man so hinstellen. Aber wenn man dann trotzdem einfach das zugekniffene Auge wieder öffnet und sagt, die Serie kann aber auf ganz schön viel Hintergrundwissen zurückgreifen. Wie meinst du das? Naja, dass die Serie halt, wenn jetzt das eine komplett neue Serie neu erfunden wäre, gut, aber sie konnten halt auf krass viel zurückgreifen schon, was schon erfunden da gewesen ist und Ideen und Universum, Konzepte und so weiter. Also haben sie auch gemacht. Ja genau, meine ich ja. Aber deswegen kann man es halt nicht als eigenständige Science-Fiction-Serie hinstellen, sondern muss halt in den Kontext von Star Trek setzen. Und in dem Kontext von Star Trek ist es denn zum größten Teil auch wiederum eine schwache Nummer, beziehungsweise ist da halt einfach... Was stört dich am meisten? Na, am meisten stört mich einfach so dieser, dass da halt wieder zu viel
Abrahams drin steckt, so. So einfach, ja. Weil es dann auch finanziell wahrscheinlich einfach so auch, geht ja auch um finanzielle Sachen. So. Ja, die hat ja auch eine sehr bewegte Produktionsgeschichte, die erste Staffel. Ja. Also ursprünglich hatte es einen anderen Showrunner und sollte eine Anthologieserie werden, wo pro Staffel eine eigene Geschichte erzählt werden sollte. Und dann war ja auch, wie heißt der, Brian? Nee. Brian Fuller Brian war der, Fuller? Genau. Das war der ursprüngliche Showrunner, der dann abgesprungen ist. Genau. Na, der will ja eine eigene, der macht ja, produziert, glaube ich, nochmal eine andere Serie. Irgendwann hat er mal einen Tweet gehabt, wo ich bin jetzt an einer neuen, anderen Star Trek-Serie dran. Ne? Ja, irgendwie, da sind gerade mehrere Sachen so am Laufen. Nicholas Meyer, der Regisseur vom sechsten Film, der hat auch gesagt, dass er eine eigene Serie machen will. Genau, das wäre am geil. Da würde ich mich am meisten drauf freuen, so. Würde ich mich wirklich am meisten drauf freuen. Ja. Und und jetzt bei Discovery, also ich finde, die Musik ist schon, die hat ja Jeff Russo. Ja. Mit Brian Tyler zusammen, der ist da auch mit dabei gewesen. Mhm. Was auch nochmal interessant ist, also aus der Enterprise. Mhm. Die haben das ja gemacht und da sind natürlich zwei Namen drin, die schon einiges hinter sich haben. Na, Jeff Russo hat er nicht auch Fargo gemacht? Genau, der ist bei Fargo dabei. Die ich ja sehr schön fand. Ja. Jeff Russo hat auch noch die Titelmusik von Legion gemacht und von American Gothic. Ja. Also der ist wohl ganz dicke mit dem Noah Hawley, der Fargo und Legion und all diese Sachen gemacht hat. Ja. Ich finde gerade, also die Titelmelodie, das Intro, ist, finde ich, genau, das beschreibt eigentlich, da steckt eigentlich alles schon drin, was ich über die Serie sagen kann. Ey, schick, man hat sich, man ist in dem Kontext des Star Trek-Universum, aber nichts Gewagtes und so diese Modernität, irgendwie was Modernes aufgreifen, dass denn da so Animationen sind, wie sich die Sachen aufbauen, das ist alles so belanglos. Insofern ja schon gewagt, weil das auch wieder ein Opener ist, der wieder alles anders macht als alle anderen Star Trek-Serien vorher. Und was ich ja ganz witzig finde, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber der ist ja auch farblich sehr auffällig, ne? Ja. Der ist ja nicht dunkel wie der Weltraum, wie die meisten anderen Star Trek-Opener, sondern der ist ja ganz hell und distanziert sich bewusst sehr stark von den restlichen bekannten Star Trek-Openern. Und ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber wenn man den invertiert, dann hat man da dunklen Weltraum und Farben, wie man sie eigentlich bisher aus Star Trek Openern kennt. Und jetzt ist ja ein wesentliches Thema der ersten Staffel das Mirror Universe, also das Spiegeluniversum. Und finde ich ganz funky, dass eventuell diese Thematik da in dem Vorspann auch gespiegelt wird. Auch wenn, ich bin mir nicht sicher, ob es beabsichtigt ist, aber es ist auf jeden Fall eine nette Theorie. Ja, das klingt interessant. Wäre geil, wenn das so wäre, dann würde ich es nochmal anders betrachten, aber ich glaube, so wie ich das kenne, dass produziert wird, wird ja erstmal ein Pilot produziert, der wird gezeigt und der kommt an oder nicht. Ist das noch so heute bei den... Bei Star Trek, glaube ich, war es auch wieder so, nee, das wäre wirklich gut, aber ich glaube, da ist mehr Beliebigkeit, mehr so, hey, guckt euch hier True Detective oder andere, der Vorspann muss toll animiert aussehen und das war sicherlich Ich glaube, dass es einfach so auf sowas hinauslief. Ja, kann sein, dass es Zufall ist. Weil sonst hätten sie doch wenigstens in der letzten Folge damit gespielt. Mhm. Dann hätten sie in der letzten Folge oder in irgendeiner Folge einfach kurzzeitig invertiert. Ja, oder in den nächsten Staffeln wird der Vorspann dann invertiert. Also, weil wir jetzt nicht mehr im Spiegeluniversum sind. Aber weil wir jetzt nicht mehr im Spiegeluniversum sind. Ich glaube es auch eher nicht. Ich denke, es wird auch eher ein Zufall sein, aber finde ich so, ganz schön. So eine, das stimmt. Es gibt auf YouTube eine invertierte Version, wo man sich das angucken kann. Die Titelmelodie fand ich jetzt, hat mich nicht umgehauen, die ist okay. Also die ist jetzt auch nicht, keine Katastrophe.
Aber ich finde halt gerade die eigenen, also die neuen Melodien, die dort sind, die sind halt, also bleibt nichts in der Erinnerung. Also außer der Referenz und sakralen Chören ist da nichts bei mir in Erinnerung geblieben. Piano und Streicher. Ja, genau, aber am Anfang waren doch, genau, das hat, fand ich auch nicht so wirklich gepasst. Am Anfang waren doch so schnelle Streicher. Mhm. Also diese. Ja. So Nachrichtenmusik. So moderne Film-Action-Musik mäßig, ja. Also wie sie hundertfach heute von Hans Zimmer auch geprägt wurde. Das hat, fand ich jetzt irgendwie, ja, es ist jetzt nicht total unpassend, aber es ist absolut beliebig, fand ich. Ja, ich dachte auch, als ich so die ersten ein, zwei Mal gesehen habe, dass die Melodie da nicht so richtig hängen bleibt, so wie bei den alten Serien und so weiter. Aber ich fand es auch dann ganz interessant, dass dann im Laufe der ersten Staffel, wenn man es dann irgendwie 10-mal gesehen hat, dann ist es doch ganz gut reingegangen. Also mittlerweile, okay. Mittlerweile ja, finde ich das schon. Entschuldigung, das ist aber ein Effekt, der sich bei allen Titeln mehr, selbst bei Enterprise habe ich irgendwann die Musik nicht mehr so schlimm gefunden. Die ja, ja, klar, natürlich. Das ist natürlich klar, das ist so ein typischer Effekt, aber das muss man halt auch immer sehen, wenn man über die alten Sachen redet, die vielleicht auch nur solche geliebten Klassiker sind, weil man sie halt so oft gehört hat. Ach so. Boah. Ja, nee, bei den alten, so Deep Space Nine, so fand ich es früher cool, irgendwann kann ich es nicht mehr hören einfach. Also da hat sich eigentlich genau das genau das andere eingestellt. Ja, das stimmt, die alten Themes, die kann ich eigentlich auch nicht mehr hören. Also ich konnte mir die ganz gut anhören, weil ich die noch nicht so überhört habe. Also ich kannte sie alle gleich, weil ja, ich die bei Pete oft gehört habe, aber bei mir war dieser Effekt noch nicht da. Deswegen fand ich es ganz schön, mal die ganzen Sachen wieder durchzuhören. Ja. Naja. Naja. Gut. Filme. Dann haben wir die Serien und dann gehen wir jetzt mal wieder in der Zeit zurück und gehen jetzt alle Filme durch. Und den ersten Star Trek The Motion Picture gab es in den 80ern, ne? 79. Der hatte, wie schon gesagt, die von Jerry Goldsmith geschriebene Melodie, die dann später in der TNG-Melodie, im TNG-Opener wieder aufgegriffen wurde. Irgendwie, also ich finde, die Musik wirkt für diesen Film dann doch sehr, also der Film ist ja sehr ruhig und langsam und so. Und die Melodie, also dieses Theme ist ja dann schon dagegen sehr actionreich und schnell und so. Also meinst ja. du, passt eigentlich nicht so sehr zu dem Film? Kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe nur noch so, ich habe es ewig her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe den als sehr ruhig und langsam in Erinnerung. Weiß nicht, was hast du denn, Pete? Ich glaube, das ist mehr so der Hintergedanke. Also, nee, ist schon richtig, aber ich glaube, da muss man in der Zeit auch durch Star Wars. Stimmt, und Superman, die waren, ja, genau. Die haben, ich glaube, da ist einfach auch so ja, die Idee, ja. Okay, das werden mehrere Teile und da muss am Anfang ein Klopper kommen und dann geht der Film los. Also so ein bisschen so diese Serie eigentlich, so ein bisschen so das Seriendenken so übernommen in Filmen, wenn man halt so mit mehreren Teilen spielt, was ja denn schon so angelegt war. Genau, die waren wahrscheinlich wirklich sehr stark von Star Wars beeinflusst und von so ja Superman vielleicht auch tatsächlich und so diese Blockbusters, Science-Fiction-Fantasy-Blockbuster. Genau, einfach so dieses, es gibt ein, so oder Serien beeinflusst, es gibt ein Theme so und es kommt halt im Film dann auch vor. So. Ich glaube, dass das so eine Rolle gespielt hat, vom Aufbau der Musik. Ja. Und ich meine, alles, was Jerry Goldsmith da gemacht hat, zieht sich ja durch alle, also es gibt dann ein paar neue Sachen noch so, aber es zieht sich ja eigentlich durch alle Star Trek Soundtracks, die er dann im Laufe der Zeit komponiert hat, obwohl auf Star Trek, warte mal, das kommt natürlich später so, aber auf einen Star Trek Soundtrack freue ich mich ja dann auch, der wirklich sehr, der absolute Oberkracher, kommt später. Okay, ja, dann gehen wir mal gleich weiter, ne? Oder habt ihr zu dem ersten noch was zu sagen? Nee, ich glaube, es baut sich jetzt, ich glaube, wir können, glaube ich, erstmal weitergehen, weil da bauen sich viele Sachen auf. Ja. Da kommen so ein paar Sachen dazu und da weg, weil, ich glaube, so, ja. Genau. Kann ja Philipp mal, hast du den Philipp, James Horner, da hast du doch auch mehr Bezüge zu. Ja, genau, wir kommen jetzt zum nächsten, das war der 1982 veröffentlichte zweite Teil, The Wrath of Khan. Von James Horner, komponiert diesmal.
Was Hintergrundgeschichte hierzu anbelangt, da kann Pete wahrscheinlich einiges dazu sagen. Weißt du vielleicht, warum hier nicht mehr Jerry Goldsmith engagiert wurde? Es wäre eigentlich naheliegend, wenn man so ein, ja, also so, ich meine, wenn man sich so an Star Wars zum Beispiel orientiert oder dass man dann auch beim selben Hauskomponisten bleibt. War das eine Budgetsache oder waren die nicht zufrieden oder konnte Jerry Goldsmith einfach nicht? Ich würde jetzt spontan mal gucken, wer Regie gemacht hat einfach bei den beiden Teilen. Nicolas Meyer hat beim zweiten Regie gemacht. Genau. Neuer Regisseur, neuer Komponist. Ja, okay. Ganz einfach. Wenn ich nur die Titelmelodien miteinander vergleiche, fand ich, dass diese gegenüber der von Goldsmith schon abfällt. Und ich fand sie ein bisschen kitschig irgendwie, habe ich jetzt so in Erinnerung. Es war ja auch wieder ein Rückgriff auf das Classic-Theme, ne? Ja. Ja, genau. Aber es war, das spricht ja nichts dagegen, auf das Classic-Theme zurückzugreifen, aber also ich fand es irgendwie ein bisschen so Dr. Chivago-mäßig. Ja, ziemlich verspielt auch, ne? Also so, war an sich ist schön und gar nicht schlecht, aber irgendwie nicht passend so zum Star Trek-Film. Hatte ich irgendwie das Gefühl beim Hören. Wobei ich sagen muss, ich kann mich auch nur noch bruchstückhaft an den Film erinnern. Also es ist schon ewig lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, bei mir auch. Ist natürlich, Star Trek 2 ist absoluter Kultfilm, gehört zu den, also wenn du irgendjemand fragst oder suchst, heißt es immer so, boah, der ist der beste Star Trek Film ever. Was ich nie nachvollziehen konnte. Ich auch nicht, mir auch ein bisschen zu trashig. Aber wird immer noch so als der beste Star Trek Film gesehen. Vielleicht, weil es auch so das große Kirk-Drama ist, ne? Ja, und ja, ich weiß auch nicht, also Nicolas Meyer ist sowieso, wird sowieso als der beste Star Trek-Regisseur eigentlich gehandhabt, so. Verstehe ich auch zum Teil. Also er holt so ein bisschen dieses Peaceful immer ein bisschen raus. Er macht ja immer mehr düster. Bei ihm wird es dann immer düsterer in diesem Star Trek-Universum. Es passieren mehr Unglücke. Genau. Hat auch den 6. gemacht später. Genau, ja. Und finde ich auch grundsätzlich, ich mag seine auch mehr, muss ich sagen. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch zeitbedingt, dass ich so Star Trek 2 und 3 und so, dass die mir einfach dann doch wieder ein Tick zu trashig sind. Ja, das war irgendwie nicht mehr so richtig cool. So, das war so, wenn man die in den 90ern gesehen hat, also ich habe sie, glaube ich, erst in den 90ern gesehen, dann war das halt schon sehr 80s. Und ja, das schon, also da war, und grundsätzlich ja, aber ich, James Horner, ich finde es halt einfach immer bei James Horner immer geil, dass man so, der hat auch jahrelang immer dieselben Themen auch. Also es sind ja 1000 Sachen auch drin, die man von seinen anderen zig Soundtracks kennt. Von daher krassen Wiedererkennungswert, einfach was James Horner Musik selber betrifft. Mhm. Und der Soundtrack wird ja auch wird trotzdem gefeiert. Gibt sogar auch wieder auf Platte in toller Pressung und hast du nicht gesehen. Später wird sogar bei Star Trek 6, also ich habe so Vergleiche mal gesucht. Zum Beispiel gibt es denn in Star Trek, ich muss einfach springen, aber so in Star Trek 3, wo auch wieder James Horner und Nicolas Meyer gearbeitet haben, da gibt es so ein Spock-Theme, wo Spock so eine große Ansprache hält. Das ist wiederum aber da geht aber James Horner auf Jerry Goldsmith aus dem ersten Teil ein. Da gibt es dann auch so, da heißt es Ilias Theme. Die beiden sind sehr ähnlich. Also es gibt dann, irgendwann baut sich dann zwischen den Soundtracks auch so, nehmen die so Referenz auf einen Teil davor oder sowas. Mhm. Also es fängt dann irgendwann an, dass sie sich gegenseitig so, dass sie sich schon mit der Arbeit davor beschäftigen und versuchen schon irgendwie zusammen oder Referenzen oder Zusammenschlüsse zu finden, damit es nicht zu sehr auseinander driftet. Mhm. Ob das nun aus Respekt oder aus das musst du machen, ob das auf verschiedenen Gründen passiert, weiß ich nicht so, aber das fand ich noch ganz interessant, auch weil wiederum Cliff Eidelman, da kommen wir später bei Star Trek 6, auch wiederum auf den alten auf den ersten James Horner Soundtrack auch wieder zurückgreift. Mhm. Aber da hat ja auch Nicolas Meyer auch wieder Regie geführt. Das fand ich jetzt eigentlich so beim Durchhören nochmal der Soundtracks, das fand ich jetzt irgendwie noch ganz, eigentlich so ganz interessant. Ich hätte mal eine Frage, also wie würdest, also weil Jerry Goldsmith und James Horner, die spielen ja beide in der ganz oberen Liga, auch schon damals zu der Zeit.
der Filmmusik. Kannst du sagen, wen du tendenziell hier besser fandest? Also was die Interpretation von Star Trek so anbelangt? Ja, also ist schwer zu sagen, weil Jerry Goldsmith jetzt wirklich krass ja, okay, der ist ja schon also ey, ja, ja. Der hat da so viele Soundtracks schon gemacht jetzt für die und der ist da so drinne. Das. Aber James Horner konnte dem hat es nicht wirklich extrem geprägt, oder? Also nee. Ja, okay, im Vergleich zu Jerry Goldsmith schon anhand der Anzahl der Musiken, die er dafür gemacht hat, natürlich nicht. Aber also Jerry Goldsmith ist schon so ein bisschen der Star Trek Komponist, ne? Also ja, so. Ja. Ja. Der zumindest so der 90er und 80er vielleicht auch dann. Ja, also ich fand so, nee, James Horner hat auch zu sehr sein, ey, hol dir, wenn du die alte Soundtracks aus der Zeit von James Horner anhörst und die Star Trek Soundtracks, der hat einfach sein eigenes Ding auch durchgezogen. Es gibt so ein, zwei Sachen so, diese Spock-Themes, die James Horner gemacht hat, die sind schon ziemlich cool und die sind auch, wurden auch weiter verfolgt so. Also er hat ein, zwei Sachen hat er schon mit reingeprägt. Und ich würde auch sagen, so sein Klingon-Theme ist auch relativ bekannt. Das hat er schon auch ein bisschen geprägt, wurde aber nicht weiter verfolgt, glaube ich. Ein paar Sachen hat er schon Einfluss genommen, aber er hat er dann auch nicht mehr weitergemacht. Genau, also Jerry Goldsmith hat 1, 2, 3, 4, 5 Film-Themes komponiert. Mhm. James Horner nur 2. 2. Mhm. Aber 2 direkt hintereinander, nämlich Teil 2 und 3. Ja, weil Teil 2 und 3 sind ja auch 2 Filme, die so einander übergehen. Da hat es ja schon fast Seriencharakter durch dieses so Spock-Tod und wieder auferstehen und hast du nicht gesehen. Genau, deswegen haben wir den dritten eigentlich jetzt auch schon mit abgehakt, ne? Ja, also die sind sehr berühmt, muss man sagen. Also sie sind unter Star Trek Soundtracks sind es so fast eigentlich so die berühmtesten, muss man wiederum sagen. Mhm. So, die sind schon ziemlich gefeiert und bei allen, also ich merke es einfach nur so, wenn jetzt auch bei diesem ganzen Soundtrack-Hype, wir pressen alles neu, sind immer die, die dann rauskommen. Also die sind schon irgendwie gefeiert so. Es sind schon so, waren auch schwer zu kriegen. Die haben schon so einen Kultstatus als Star Trek-Soundtrack. Sind so die mit dem größten Kultstatus, würde ich sogar sagen. Okay. Das muss man dem schon nochmal anrechnen. Dann kommen wir zum vierten, der auch definitiv Kultstatus hat, aber vielleicht auf eine ganz andere Art. Gurkenstatus. Ich kann mich an den auch nicht mehr so besonders gut erinnern, aber das war der legendäre Star Trek-Film mit den Wahlen. Ja. Die Starfleet, dieses United Federation of Planets, sehen sich einem Problem gegenüber, dass da so ein fettes außerirdisches Raumschiff ankommt und geil und so komische Musik abspielt und die überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, aber diese Musik hat zerstörerische Ausmaße. Die Erde wird vernichtet und der Hintergrund ist denn, dass die halt eigentlich so, dass es eine Sprache ist und eine sogenannte Wahlsprache. Und die United Federation of Planets oder gerade die Erde merken, scheiße, Alter, die wollen mit Wahlen reden und wir haben gar keine mehr. Wir haben die alle aufgefressen oder durch Umwelt haben wir gar keine mehr. Und wenn die jetzt nicht sofort mit dem Wal reden, dann machen die uns kaputt. Also, ich wusste gar nicht mehr, wie geil die Story war. Ja, die war schon herausragend. Müssen die halt einfach, lass uns doch mal schnell in die Vergangenheit zurückfliegen und ein paar Wale abschleppen. Und dann fliegen sie halt in die Vergangenheit zurück, so mit so einem klingonischen Bird of Prey. Alles ziemlich easy, geht vonstatten so, scheint gar nicht so ein Problem zu sein. Ist ja immer so. Und dann sind sie halt dann in unserer Jetztzeit, beziehungsweise in der Zeit, als der Film produziert wurde. Und da gibt es dann halt noch Wale. Ja. Und da wird das Ganze noch ganz humorvoll auf dem, das ist halt ist so eine peaceful, lustig Folge Film, würde ich sagen. So, es wird halt so alles ein bisschen lustig. Es ist eine lustige Folge. Und mit so einem
Tierschutzcharakter irgendwie da noch dazu. Leonard Nimoy, der Spock, hat Regie geführt. Genau, der hat Regie geführt und das muss man noch sagen, das stimmt. Und ja, ist glaube ich so eine Spaßfolge. Dafür ist sie dann wiederum im Gegensatz zu anderen Sachen wahrscheinlich dann recht, nicht zeitlos, aber kann man sich wahrscheinlich immer wieder mal angucken, wenn man das noch nicht kennt. Es geht es noch ganz gut klar. Ja, dann schleppen sie halt die Wale ab so und fliegen wieder zurück in ihre Zeit. Kein Ding, geht alles. Und dann schleppen sie da ab und werfen sie da in diese Meere und dann können die Außerirdischen und die Wale quatschen dann miteinander, verstehen sich anscheinend sofort gut und dann zischen die anderen Außerirdischen wieder ab und machen die Erde nicht kaputt. Und warum wollten, also ich meine, gab es da irgendwas, wurde das, ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern, wurde da irgendwie erklärt, warum die jetzt unbedingt mit den Walen reden wollten und warum die denn die Erde zerstört haben, weil keine Wale da sind? Ich würde einfach sagen, die haben sich einfach vor ein paar Millionen Jahren damit, sind die da mal an der Erde vorbeigezischt und haben sich da und sind Best Friends geworden mit den Walen. Und dann sind sie mal wiedergekommen und wollten wieder mit denen quatschen und dann haben sie gesehen, was, die sind nicht mehr da. Und dann zerstören wir mal den ganzen Planeten. Vielleicht haben sie dann auch so, was, ihr Menschen habt die Wale getötet, so. Ah, okay. Das finden wir aber ja nicht gut und so auf dem Style. Ja. Würde ich jetzt mal, wenn ich es so runterbreche. So. Ja, und die Musik hat Leonard Rosenman komponiert, der vorher Sachen gemacht hat, wie Robocop 2. Später. Der kam, glaube ich, später, ne? Ja. Aber, ja, genau, erzähl du erstmal. Ja, Fantastic Voyage, die fantastische Reise, denn sie wissen nicht, was sie tun, jenseits von Eden, Rückkehr zum Planet der Affen, so Sachen. Barry Lyndon, Kubrick. Oh, auch noch ganz interessant, den Herr der Ringe von Ralph Bakshi. Ach. Diesen Animationsfilm. Ach, echt? Den hat er auch gemacht, ja? Okay. Titelmelodie klingt fast so wie die von Robocop 2, ist mir aufgefallen. Also stark davon beeinflusst, von der wie es orchestriert ist und auch so Rhythmus und so weiter. Und die Melodie ist sehr ähnlich. Also weil man muss dazu sagen, dass bei Robocop 2, auch wenn es jetzt nicht Thema ist, Robocop 1 hat ja Basil Polidoris gemacht und das war ja eine prägende Melodie und bei Teil 2 wurde die gar nicht mehr aufgegriffen, was er überhaupt nicht verstehen konnte. Also Teil 2 war eher eine Enttäuschung, obwohl er jetzt gar nicht so schlecht war. Nein, jedenfalls, das klingt sehr ähnlich wie Robocop 2. Also lustig ist dann so ein bisschen wie, als würde der Leonard irgendwie versuchen, der wird immer an zweite Stelle eingesetzt, Teil 2 oder so, ja, genau. Oder Teil 4 und versucht komplett sein eigenes Ding durchzuziehen und dadurch gerät er dann auch eher in Vergessenheit. Also. Ja, genau, weil so fand ich auch die jetzt nur rein die Titelmelodie, also fand die ziemlich, ja, so schon ein kraftvoller Auftakt, also jetzt nicht schlecht, aber eben auch recht austauschbar. Also hat jetzt ansonsten, außer dass ich mich das an Robocop 2 erinnert hat, ist jetzt auch nicht so eine Erinnerung. Mein Ding war es auch nicht so. Nee. Hatte irgendwie so ein bisschen so Anlehnung an so Wildwest-Aufbruchstimmung, habe ich mir notiert. Ah, ja, stimmt. Was ich so ein bisschen als Bezug auch zu der grundsätzlichen Idee von Roddenberry interpretiert habe, der ja eigentlich so einen Western im Weltraum angeblich machen wollte. Ja. Mit Star Trek. Aber keine Ahnung, vielleicht war es auch Zufall. Ja, ist auch wieder in Bezug auf das TOS-Theme und die Fanfare am Anfang und so weiter. Naja, wollen wir zum nächsten kommen? Ja, ja. Jo. Star Trek 5 Final Frontier. Wieder von Jerry Goldsmith. Genau. Und hier hat jetzt, weil ja im letzten Film Leonard Nimoy Regie geführt hat, musste jetzt natürlich William Shatner mal Regie führen. Hätte er mal nicht machen sollen. So einer der schlechtesten Star Trek Filme, also bis auf, also so in der Reihenfolge jetzt so. War das denn eine Gurke? Ich weiß gar nichts mehr zu dem Film. Ja, was ja schon recht viel sagt. Ich nehme mich auch nicht. Also ich habe alle Filme gesehen, aber... Glaube ich, fett aufgezogen. Irgendwas mit Klingonen und Romulanern oder so, ne? Nee, ich glaube, die sind da mit Klingonen und Romulanern. Piet, nicht, weil du weißt, es, Piet. Egal. Okay, dann... Ich muss jetzt nochmal überlegen. Nee, ich glaube, es war fett aufgezogen wieder. Wollte zu fett sein. Waren ein paar ganz lustige Sachen drin. Mhm. Also so am Anfang beginnt es ja damit, dass Captain Kirk einen Berg hochklettert und
der nüchterne Spock, der ihn dann irgendwie noch auffängt, als er runterfällt. Und dann kampieren sie noch an Lagerfeuer und singen dann irgendwie noch. Weiß ich nicht, die beiden haben ja auch gesungen. Und dann wird es irgendwie, ich muss nochmal. Aber jedenfalls, ich habe den auch nicht so gut in Erinnerung. Und ja. Wird auch als Gurk, wird auch nicht so, also war nicht so. Das Theme ist auch mehr oder weniger das fertige TNG-Theme. Ja. Plus einem ruhigen Part noch. Ja, aber da, wie gesagt, die nächsten von Jerry Gold, ja, das ist, kommen wir zum nächsten. Ja. Okay, jo, jetzt kommt Star Trek 6. Ja. Cliff Eidelmann und Pete darf jetzt erzählen. Boah, herrlicher ist er. Den Film finde ich gut. Ich finde den Soundtrack auch sehr gut. Cliff Eidelmann, irgendwie ein Typ, der untergegangen ist. Der hat wirklich nicht viel gemacht. Ja, komisch, ne? Also Free Willy nochmal und irgendwie noch ein paar andere kleine unbekannte Sachen. Nee, gar nicht. Und den Soundtrack finde ich persönlich ziemlich gut. Den höre ich sogar jetzt immer noch ganz gerne. Ja. Man hört, da kommen neue Sachen rein. Also ich finde auch die Anfangs, den Titeltrack finde ich ziemlich gut. Ja, der ist ja düster und unheilvoll. Ne? Der ganze Film spiegelt ja so ein bisschen die angespannte Situation der Kriegsmächte in den 80ern. Ja. Und ja. So klingt es auch, ne? Ja. Aber ich finde den Film halt auch gut, weil der hat wirklich so, ich finde, das ist ein sehr guter Star Trek-Film, weil der hat so diese... Der ist sehr politisch auch, der hat so diese ganze Konfrontation und Politik und... Die Klingonen waren niemals mehr Russen, ne? Ja, ja. Das war wirklich so mit dem Holzhammer, das kam schon. Die Symbolik. Die Symbolik kam schon rüber, aber du hast halt trotzdem so... Also er war eher sehr politisch, aber er hat halt trotzdem schon auch so dieses so Star Trek-Universum, wir entdecken neue Sachen, also... Dieses Gefangenenlager, klar auch Russen, Sibirien so, aber es kamen neue Wesen vor und... Sie haben sich sehr viel getraut, sind aber trotzdem sehr in diesem Brand Star Trek geblieben so. Also es gibt, glaube ich, keinen Film, wo so viele Star Trek-Anzüge zu sehen sind und wo mal eine Küche zu sehen ist und stimmt. Überall so auch vom Sound her und dann auch erweitert, dass das denn Sulu hat ein eigenes Schiff, also so, dass sich auch so die Crew verteilt langsam. Also da ging es ja auch darum, dass sie eigentlich alle in Pension gehen. Und da nochmal jetzt irgendwie ihren letzten Auftrag kriegen und trotz dessen auch düster halt, also gerade so diese, also es ist schwierig heute zu gucken, aber so dieser Anschlag, Terrorismus, dass dann trotzdem, dass so die Leute innerhalb der Starfleet auch selber Angst haben und zu Terroristen werden und geheime Organisationen bilden und dieser Anschlag auf das Klingonenschiff und also ich finde, da steckt wirklich viel drinne und ich finde den Film wirklich auch gut. Ist auch einfach... Ein guter Science-Fiction-Film. Ist auch einfach toll gemacht, ne? Also da sind halt auch wirklich so Sequenzen drin, wie dieser eine Anschlag da passiert. Das hat wirklich so, also das ist so... Ja, weiß nicht, so Hitchcock oder irgendwie so ganz, ganz toll erzählt einfach und gut, gut gefilmt und also einfach sehr, sehr gut gemacht auch. Ja. Wie sie dann da auf dem Schiff außen langlaufen und so und die Kamera auf dem Kopf steht und da sind, oder auch die Schwerelosigkeit, ne, wo die Schwerelosigkeit aufgehoben wird im Schiff und dann auf einmal alle herumschweben, inklusive der Bluttropfen und so. Also das, also ich habe den jetzt auch schon länger nicht gesehen, aber das wirkte doch sehr seiner Zeit voraus. Nee, also er funktioniert auch immer noch so. Und ich meine, klar, die Computer, ich meine, er hat, glaube ich, sogar auch einen Oscar gekriegt für Computereffekte, aber da ging es mehr um dieses Morphen, glaube ich. Dieses Wesen, was sich verwandeln kann. Was auch krass, also was für damals war schon gut gemacht. Und also ich finde, er hatte einfach genau die richtige Mischung. Er hat sich im Star Trek-Kontext funktioniert er. Hat auch neue Sachen und hat halt ein bisschen was Düsteres. Und das finde ich, der Soundtrack ist genauso. Also ich meine, es ist ein No-Name eigentlich, der den Soundtrack gemacht hat. Der hat damit seinen Durchbruch laut Wikipedia geschafft, also mit der Komposition. Zu Recht, wie ich finde. Ja, die ist gut. Also da sind wirklich alle Tracks, greift auch auf Star Trek zurück, beschäftigt sich. Da gibt es dann zum Beispiel auch sozusagen diesen, bei Star Trek 6, wie heißt der da, der Track? Jedenfalls gibt es da einen Track, der bei Spock spielt. Das ist dann wiederum eine Anspielung auf Star Trek 3 oder auf 2 denn. Da gibt es auch so ein Spock-Theme.
Und der Soundtrack war auch so, man kann ihn hören, wenn man kein Star Trek-Fan ist, und ich finde, man kann ihn auch hören, wenn man Star Trek-Fan ist. Ich finde, bei dem Film haben sie eigentlich alles richtig gemacht. So, muss ich sagen. Würde auch sagen, ist einer der besten, vielleicht der beste. Und ja, wo du das gerade sagst, und die Filmmusik wird laut Wikipedia unter anderem als eine der besten von Star Trek genannt. Das ist wohl so der Höhepunkt. Ich glaube, der Film ist halt auch recht beliebt, ne? Und deswegen wahrscheinlich ist dann auch die Musik. Naja. Ja, gut. Dann gab es ein paar Jahre später das Treffen der Generationen. Generations, wo sich die Crew der Classic-Serie Kirk und Spock und Konsorten mit der neuen TNG, Next Generation, getroffen haben. Ja, also ich war jetzt nie ein großer Fan des Films, auch wenn ich ganz schön fand, die beiden Crews mal in einem Film zu sehen. Aber das war es dann eigentlich auch, was ich an dem Film gut fand. Ja, ich habe den sogar im Kino damals gesehen. Ich weiß nur, dass das Ende irgendwie unglaublich billig war. Also man hat da so, ich glaube, da hatten die kein Budget mehr oder so. Weil das war irgendwie dafür, dass da so eine Generation, so eine Ära beendet wurde, war dann das Ende, dieses Finale, der Kampf dort auf irgendeinem Felsbrocken in der Wüste oder irgend so, mit so einem kleinen Gerüst. Das war irgendwie nicht angemessen, fand ich, als Ende. Das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Ja, für so ein denkwürdiges Ereignis, so die Übergabe von einer Generation zur nächsten, dafür war der Film doch ziemlich schwach, ne? Kann man schon so sagen, oder? Also. Ja, es stimmt schon, nee, der Film ist schon. Also, ich glaube, das auch beim Soundtrack, weil ja den Dennis McCarthy den Soundtrack gemacht hat. Also, es wurde jetzt kein großer Komponist drangeholt oder so. Also, auch nach Star Trek 6 wurde nochmal. Und gut, Dennis McCarthy, mit denen hatten sie halt Erfahrung durch TNG und der steckt da ja schon drin. Ich glaube, der Film, der hat sehr viel von dieser TNG übernommen und gelebt. Also es waren, glaube ich, sehr viele aus dieser TNG-Crew-Serie, die jetzt alle, nicht nebst den Schauspielern und so weiter, halt jetzt auch diesen Film zusammen machen. Und ich glaube, deswegen waren da auch ziemlich viele Neulinge dabei. So wirkt der Film. Also sie haben es schon irgendwie geschafft, daraus einen Kinofilm zu machen, so dieses Seriending abzulegen. Aber wollten, glaube ich, auch zu viel erzählen. Ich sehe in dem Film mehr gute Absichten, als dass alles funktioniert hat sozusagen. Oder so sehe ich das ein bisschen. Früher habe ich mich darauf gefeiert, so, weil es war nicht der erste, Star Trek 6 habe ich auch im Kino gesehen. Aber es war dann so, boah, jetzt wird Captain Kirk und Captain Picard so, als war so die Hochzeit des Star Trek-Phantoms, so, war das halt schon so ein Ding, so, wow. Ja, und was ich dem Soundtrack anrechnen muss, wirklich, und das ist auch bis dato der einzige, der hat auf CD2 einfach mal die ganzen Sounds raufgepackt. Oh ja, das war cool. Geiler Move. So. Die haben wirklich die haben Soundeffekte, die ganzen klassischen, also so hier wie Türen aufgehen oder wie alles Sound. Alles mögliche. Und sogar die Explosion. Ja. Also die haben einfach die ganzen Sounds auf den Soundtrack drauf. War das wirklich der reguläre Soundtrack oder war es? Ja, das war der reguläre Soundtrack. Also ja, das war schon geil. Das war schon ziemlich geil. Das war wirklich so nochmal eine, das fand ich wirklich geil. Ja. Den Soundtrack habe ich auch früher viel gehört. Jetzt kann ich nicht mehr. Früher habe ich ihn. Also muss ich sagen, habe ich ihn gehört. Also zu der Titelmusik habe ich mir notiert. Das klang für mich satt, langweilig, selbstverliebt, Heldenmusik. Ja. Und wie so eine 80er Jahre Vorabendserie oder so für die ganze Familie. Und auch wieder so ein bisschen Assoziation an die alte Galactica-Serie. Also so typisch 80er. Ja. Würde ich auch sagen. So, ist so ein sehr, also haftet an seiner Herstellungszeit, Herkunftszeit der Film. Weil er auch krass auf die Serie zurück. Da waren so viele Sachen drin, wenn man die Serie kennt, kein Ding so, aber wenn man die Serie nicht kennt, Problem. Ja, von daher, ja. Okay. Next Und die anderen Sachen jetzt, obwohl, genau, der nächste Film, ja. Genau, dann kommen wir jetzt zu Star Trek 8. First Contact, der erste richtige TNG-Film und vielleicht der beste überhaupt. Also ich bin mir da, bei mir schwankt so zwischen First Contact, dem 8. und dem 6. so als meine Favorite-Filme. Ja, also das war eben der Film mit den Borg. Ach der, ja, der war echt gut. Genau, die Borg, also durch eine, egal, Bullshit-Story, aus Gründen kommen die Borg zurück in die Zeit.
des ersten Warp-Flugs von Saffron Cochrane, der dann praktisch die ganze Föderation damit begründet hat. Und die Enterprise folgt und Captain Picard und seine Gang müssen dann da alles richten. Und also der Film hat mir mega Spaß gemacht und das Theme fand ich auch ganz, ganz schön. Da haben sie mal ein ganz neues Thema gemacht, glaube ich. Und wieder Jerry Goldsmith. Mhm. Ruhig und trotzdem aber so eine optimistische Aufbruchstimmung, was dann allerdings auch direkt nach dem Vorspann wieder mit so einer Horrorszene kontrastiert wird. Und ja doch, das fand ich alles ganz gut. Regie hat ja Jonathan Frakes gemacht. Jonathan Riker Frakes. Genau, unser Riker, unser Nummer 1. Ja. Hat er gut gemacht? Hat er gut, ja, nee, ich muss auch sagen. Der hat auch in Discovery jetzt eine gute Folge abgeliefert, also Star Trek kann er. Ja, ich fand die Melodie auch, also hat auch was Patriotisches, finde ich. Also so, erinnert, hat mich auch wieder an andere Soundtracks von Jerry Goldsmith, sowas wie Air Force One oder Der Erste Ritter und so erinnert. Dieses sehr majestätische. Auch der ganze Soundtrack ist, der Rest, also der, aber im restlichen Soundtrack kommen lauter Themen vor, die er auch aus den alten Filmen hat. Aber er hat halt komplett neue Titelmelodie, also neue Melodie am Anfang gesetzt, was ja schon, glaube ich, ganz gut war. Ja. Ja. Nee, und den Film fand ich auch einen der besten eigentlich, also so, ja, wie ich es in Erinnerung habe, einfach, weil hier die Borg sind einfach auch der perfekte Antagonist, finde ich. Ja. Also die sind, haben was wirklich Bedrohliches und ja, davon lebt der Film auch, ne? Genau, die Borg kommen halt richtig direkt auf die Enterprise und nehmen da ganze Decks ein. Ja, genau. Diese, und, ah, ja. Und dann sind auch die Crew-Charaktere, finde ich, bekommen irgendwie alle schöne Momente, so hier Riker und wie heißt sie? Bevel, nicht Crusher, die andere. Diana. Diana Troy und Riker haben da zum Beispiel so eine ganz drollige Szene, wo sie sich da betrinkt mit Saffron Cochrane zusammen auf der Erde und so. Oder Barclay, einer meiner Lieblings-Star Trek-Charaktere, hat auch einen Auftritt und so. Also da ist einfach auch viel schönes Charakter-Zeug drin. Mhm. Picard wird ein bisschen zum Actionhelden und so. Naja. Was er ja später dann noch viel mehr wird. Und damit können wir jetzt auch gleich dann weitermachen, ne? Mhm. Ja, jetzt sinken wir ab, jetzt wird auch alles schlechter. Jetzt habe ich eigentlich schon keine Lust mehr. Nee, jetzt hat man wirklich, also ich würde einfach mal sagen, also ich kann, um kurz zu sagen, also Star Trek 9 und 10 Gurken schlechthin, ja. Irgendwie keine Ahnung, was da passiert ist, aber das war nix. Hätten sie einfach mal lassen sollen. Ey, und der Soundtrack ist der Oberknaller. Der Soundtrack von dem letzten, glaube ich, war das sogar. Das ist echt, kaum zu fassen. Vom letzten Jerry Goldsmith. Das ist so krass. Ich habe ja Shuffle laufen lassen die ganze Zeit. Nemesis von Nemesis. Und ich habe den ja so im Shuffle alle Soundtracks gehört. Und dann, da habe ich Lieder aus dem gehört und dachte, was? Ich dachte immer, ich kenne den Soundtrack von Star Trek 1 von Jerry Goldsmith. Aber nein, ihr müsst euch den mal anhören. Das ist entweder Nemesis oder Insurrection. Einer von beiden jedenfalls. Und der ist so 18-mäßig. Also da sind so viele. Also ich glaube, Jerry Goldsmith war schon debil zu der Zeit. Also wie ein Alter, wie ein Uralter. Der klingt eigentlich so, die eine Melodie klingt so wie, Total Recall. Also es klingt so, als wäre der Soundtrack zu der Zeit, also ich bin fast sogar der Meinung, dass Jerry Goldsmith da gar nicht mehr komponiert hat, sondern dass er den einfachen alten Soundtrack von ihm, den gegeben hat. Mhm. Hier, nimm den. Den habe ich mal zu Total Recall-Zeiten produziert. Okay. Passt schon. Ist wirklich... Ey, aber nichts gegen Total Recall, das ist ein klasse Soundtrack. Nein, Total Recall ist ein Knüller, ist ein Knüller-Soundtrack. Das ist wirklich ein Highlight von Jerry Goldsmith. Keine religiösen Gefühle verletzen. Nee, Entschuldigung, ja, ich... Okay, nee, es ist der für Nemesis, genau. Ihr müsst euch den mal anhören. Das ist wirklich krass. Okay. Unglaublich. Total schlecht. Also, aber auch so... Ja, wie auch immer. Das ist das Einzige zusammen, sonst habe ich die Sachen kurz mal durch, aber der hat vielleicht ein Lied komponiert für den Film, der Rest kommt aus der Retorte. Mhm. Mehr habe ich sowieso dazu nicht zu sagen. So. Ja, ich eigentlich auch nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht. Also dazu habe ich mir auch
Erstaunlich wenig Notizen jetzt gemacht. Lass uns gleich zu den letzten gehen jetzt. Ja. Ja, okay. Ja, dann haben wir jetzt nur noch die drei, die können wir ja auch so mehr oder weniger zusammen machen wahrscheinlich, oder? Kann man auch, ja, kann man auch. Die drei Reboot-Filme. Ja. Die Classic Crew mit neuen Schauspielern besetzt und neuer Style und alles ganz modern und so. Ja, wie fandet ihr das denn so? Ja, das Wichtigste wäre, glaube ich, zu sagen, dass einfach in den neuen Filmen einfach die Star Trek-Linie, Geschichtslinie, das, was wir jetzt gerade alles zusammen durchgegangen sind, komplett über den Haufen geworfen wurde durch ein Zeitreisen. Es spielt einfach alles in einem anderen Universum, ne? Oder? Nee, es wurde einfach, also nee, es wurde einfach in der Vergangenheit oder ab einem bestimmten, nee, es ist kein anderes Universum, sondern es wurde einfach die Zeitlinie. Spock reist ja auch durch die Vergangenheit, der ist so der Einzige, der noch den alten Kirk und den neuen, den jetzt neuen, den jungen Kirk kennt aus beiden. Ja, ach, stimmt, weil, ja, der hatte, Nimoy hatte ja auch noch einen Auftritt in dem ersten. Genau, der hat einen Auftritt gehabt und dieser Romulaner oder wer auch immer, dieser Typ, der so böse war, der so böse ist. Auf die Erde oder Kirk, ich weiß nicht mehr genau, der kann ja durch die Zeit reisen und hat dann einfach in der Vergangenheit Vulkan vernichtet und dadurch Vulkan zerstört, was halt in der Kirk, so wie wir es eigentlich so uns vorher kannten, nicht der Fall gewesen ist und dadurch hat sich halt irgendwie alles geändert und dadurch ist die Zeitlinie anders und Spock reist, glaube ich, nur durch die Vergangenheit zurück, weil er halt will, dass Kirk und Spock trotzdem alle zusammenkommen, um ein Team zu bilden. Weil das ja so ihm dann doch noch wichtig ist irgendwie. Ja, jedenfalls wird dadurch eine neue Ebene gelegt, dass die ganzen Star Trek Filme einfach nochmal rebootet werden können und einfach komplett anders erzählt werden, oder? Das ist, glaube ich, so der tolle Abrams-Move. Ja, und wie toll fandst du das, Pete? Ich fand es nicht so toll. Unterhaltsam. Also ich glaube, für jemand, also der Film ist so gemacht, dass halt jeder das gucken kann. Ja, das stimmt. Jetzt kein Star Trek-Fan sein muss und auch nicht sein soll, sondern dass da einfach ein lustig, angenehmer, actionreicher, gut anzusehender Actionfilm, der vielleicht, wenn wir Glück haben, funktioniert, dass man mehrere Teile daraus machen kann. Ja. Ja, und Musik. Aber musikmäßig haben sie sich beim ersten Film wieder auf das Classic-Theme natürlich bezogen. Ein bisschen, ja. Bei den anderen beiden dann weniger, ne? Also ist dieser, wie heißt der hier, jetzt muss ich kurz mal aufmachen. Ich weiß nicht, wie ich es ausgesprochen habe. Giacchino. Giacchino. Der hat auch einen Star Wars-Film, Rogue One hat er den Soundtrack gemacht. Genau. Ach echt, ja? Ja, okay. Ja, der hat auch für irgendein Marvel-Ding da. Weiß gar nicht für welchen. Also bekannt ist er eigentlich geworden durch Pixar-Soundtracks, glaube ich. Ja, also oben ab hat er oben gemacht. Ab, genau und so. Also der hat Ratatouille. Und die waren auch nicht schlecht, muss ich sagen. Die waren auch ganz gut. Mission Impossible 3 hat er gemacht. Ja, gut, okay. Bin aber irgendwie kein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Obwohl er echt von krassen Filmen die Soundtracks komponiert hat. Jetzt bist du irgendwie ganz leise gerade, Philipp. Ich habe gerade vor dem Bildschirm gehockt. Nee, ja, ist so beliebig. Also ich fände so die Up so oben, das fand ich noch ganz cool. Da hat er sich wirklich so, also ist, glaube ich, guter Pixar-Soundtrack-Typ so. Ach, Incredibles hat er auch gemacht, aber auch gut. Jurassic World hat er gemacht. Jurassic World hat er auch Doctor gemacht. Doctor Strange, auch Spider-Man so Homecoming, Planet der Affen Survival. Genau. Und Fringe, die Serie Fringe, wo er auch Nimoy mitspielte. Von Lost, deswegen hat er da auch bei Abrams genau für Star Trek durch Lost wurde er einfach übernommen. Ist einfach so, aber das ist, liegt nicht nur an ihm, das ist so dieses ganze Ding jetzt heutzutage, so diese Reboot-Sache ist ja alles schön, finde ich ja auch nicht schlecht so, aber da irgendwie dieselben Leute für jeden Reboot rüber zu packen, ist halt einfach krass so. Also ich meine, für Star Wars und Star Trek denselben Regisseur zu nehmen, und dann auch die Musik, also ich meine, aber es ist so, irgendwie werden für diese Reboot-Sachen, hat Disney natürlich hauptsächlich auch so, werden voll so dieselben Leute reingepackt. Und ich meine, was ist das für ein Ansatz irgendwie? Das gleicht sich irgendwie alles immer mehr an. Ja. Ne? Es wird alles immer ähnlicher so. Es wird also völlig absurd, also total langweilig einfach. Ja, aber ich denke, da wird es auch wieder einen Trend in die andere Richtung geben, weil das
erschöpft sich halt auch und das wird langweilig einfach. Ja, dachte ich auch, aber ey, das muss ich sagen, bei Disney, das ist wirklich, also das zoll ich denen Respekt, die schaffen es doch wirklich mit jedem neuen Film irgendwie noch mehr Rekord zu brechen. Also es ist so krass, es ist wirklich krass. Weil sie jetzt so kassemäßig oder was? Ja, also sie schaffen es doch jedes Mal irgendwie weiterzukommen. Also ich finde es schon, was die da für Leute, also ja, ich finde es schon krass. Schade auch. Also wie kommt drauf an? Also ich bin gar nicht so, ich meine, ich fand ja diesen Star Wars Rogue One, den fand ich ja wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Da haben sie aber auch was gewagt, also zumindest was Regie angeht und haben auch viele Probleme gehabt. Aber jetzt ich habe mir jetzt letztens diesen letzten Star Wars angeguckt und so und diese ganzen anderen übererfolgreichen Dinger sind alle unglaublich langweilig. Den neuen Star Wars habe ich noch gar nicht geguckt. Ich fand den nicht langweilig, ich fand den schon okay, aber habe auch Probleme mit dem, ja. Ich habe vor allem, um ganz kurz zu Star Wars abzudriften, habe ich, was aber auch zu Star Trek passt jetzt, weil die ein ähnliches Problem haben bei Discovery, habe ich so den Eindruck, dass sie halt überhaupt gar nicht jetzt zum Beispiel bei Star Wars diese Trilogie durchgeplant haben, sondern wirklich von Film zu Film schreiben und ich finde, das geht gar nicht. Also wenn du so ein Franchise, so eine Trilogie machst, die so eine Geschichte hat, dann kannst du da nicht irgendwie basierend auf dem Kundenfeedback dann da irgendwie deine Filme schreiben. Also da müssen sie doch irgendwie vorher mal das alles durchplanen und so. Ja, aber ich glaube, die Star Wars Filme sind ja sowieso irgendwie, also jetzt die großen, das sind doch sowieso alles, das merkst du ja voll daran, dass das alles nur so genau derselbe Mist, also genau dasselbe Kram wie in den alten Filmen, also in den ersten. Das ist ja nur so einfach ein bisschen abgewandelt, ein bisschen moderner, ein bisschen schöner, vielleicht andere Gesichter, aber naja, ich weiß auch nicht. Naja, gut. Das ist unglaublich. Ja. Jutti! Also ich würde ja wirklich gerne weiterquatschen, aber ich muss mich jetzt leider so ein bisschen sputen. Na dann. Es ist uns nicht entgangen, daher tun wir dir den Gefallen. Und entlassen dich in deine alltäglichen Pflichten. Ja. Okay, dann sagen wir tschüss. Alles klar. Also. Richtig, ganz einfach. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, wünsche ich euch auch. Tschüssi. Tschüss. Grüezi miteinander. Ah, schön.